sind auch wirklich Sascha Wiesley-Fans. Also er hat schon mal eine kleine Lesung gemacht hier im Institut. Von daher wussten wir, was kommt, und genau das wollten wir ja auch. Hättet ihr denn mit so einem großen Andrang gerechnet? Wir haben erstmal nur unten das Parkett verkauft, weil wir eben nicht genau wussten, wie ist so die Nachfrage. Und dann war das Parkett ausverkauft. Wir haben oben den Balkon aufgemacht und innerhalb von einem halben Tag oder von einem Tag war das ausverkauft. Auch das wirklich. Ich kenne den Sascha jetzt so ungefähr, glaube ich, seit 2 Jahren und habe ihn auf verschiedenen Lesungen erlebt. Und habe ihn auch 2-mal hier schon im Schauspielhaus gehabt und eingeladen, dass er hier im Institut vor kleiner Runde irgendwie liest. Das hat mir so gut gefallen und ich finde, dass sein Anliegen, was hinter dem Buch steckt, so integer und interessant und wichtig ist, dass es für uns eigentlich keine Frage war, ihn auch zu fragen, ob er sein Buch vielleicht bei uns präsentieren möchte. Und glücklicherweise hat er ja gesagt. Da freuen wir uns natürlich. Wir haben am Anfang gesagt, dass wir das in einer kleineren Location machen und dann vielleicht auch schauen, ob wir ja, vielleicht das Parkett ausverkauft bekommen. Das wären so 200 Leute gewesen und da bin ich von ausgegangen. Als dann nach 2-3 Tagen irgendwie alles ausverkauft war und nachdem wir den Balkon geöffnet haben, nach 3 Stunden auch der ausverkauft war, da wurde mir dann schon ein bisschen schwindelig. Halt. Du hast alle ein Parkett, da oben ist ein Plakat mit auf dem steht, wir waren ein Kind von dir. Mal sehen, ob ihr das auch noch seht am Ende des Abends. Ja, Sascha, 500 Leute hier, 1500 Leute draußen, die keine Karte gekriegt haben, 20 Groupies backstage, der Sascha, der vor 20 Jahren im Knast saß, Angst hatte, depressiv war, voller schlechtem Wissen. Was hätte der denn dazu gesagt, wenn er dich hier jetzt so gesehen hätte? Der wäre hier nicht aufgetaucht, glaube ich. Also Angst ist jetzt auch gerade so ein bisschen da. Vorhin war ich gar nicht aufgeregt, aber jetzt gerade ändert sich das so ein bisschen. Ich habe vorhin schon gesagt, diese 500 roten Sessel sind schon sehr beeindruckend, aber wenn da 500 Köpfe draufkleben, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Ja, ich bin beeindruckt und dankbar. Schön, dass ihr alle da seid. Dankeschön. Ich fand es total gut. Also Sascha, ich meine gut, man kennt ihn aus anderen Lesungen, war heute, wie ich finde, eigentlich gar nicht viel mehr nervöser als sonst auch. Obwohl das ja eben seine eigene Story ist, sein eigenes Leben. Ich fand es super. Sein Humor war wieder mit drin. Man hat ihn aber auch die Ernstigkeit irgendwie angemerkt an dem, was er vorgelesen hat, und hat das aber souverän gemeistert. Und ich glaube, alle anderen waren auch begeistert, das hat man gemerkt. Und von daher war es ein schöner Abend. Ein versuchter Spagat, der aber sicherlich durchaus geklappt hat. Ja, ja, super. Alles, wir diskutieren gerade, ob alles so richtig ist, was er gesagt hat, weil wir zur Familie gehören und deswegen überlegen wir, ob was alles so richtig ist. Aber ich glaube, er hat nicht gelogen. Seine Entwicklung, was er damals erlebt hat, was er daraus macht und ja, welche Schlüsse er gezogen hat, was er der Welt dafür wiedergeben will. Und da macht er verdammt viel. Vielen Dank dafür. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Wie geht's dir? Overload. Overload. Natürlich. Aber geil, oder? Sehr geil. Das war ein guter Abend. Was für ein Erfolg. Ich kriege auch echt nur positive Rückmeldungen. Du warst auch geil heute Abend. Ja, ja. Danke schön. Wir waren beide ziemlich geil. Wir waren super geil. Oh, schön, ey. Vielen Dank. Das war nicht der letzte Abend. Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Mach's gut, ey. Bin stolz auf dich. Danke, Mann. Ich auch auf dich.
Tschüss. Tschüss.